Herzlich willkommen auf dem TechCamper-Kanal. Wollt ihr wissen, wo sich diese schöne Landschaft und dieser Campingplatz befindet? Interessiert euch dieser Campingcar-Park-Stellplatz oder dieser kostenlose Stellplatz an einem Fluss? Dann bleibt dran! Vom Tal der Ardèche sind wir jetzt in die Provence gefahren, in den Ort Ville-sur-Ossau oder so ähnlich. Ich schreibe es nochmal drunter. Sind wir auf so einem Campingplatz. Eberhard, sein Sohn mit Enkeln sind da, mit Kindern. Ja, genau. Da haben wir jetzt einen kleinen Besuch gemacht bei denen. Genau. Und jetzt heute eine wunderschöne Wanderung hier. Zu den Ockerfelsen. Den Ockerfelsen, genau. Und nachher geht es noch in die Patisserie. Hoffentlich, weil es offen hat. Hier zeigen wir euch nun den Campingplatz in Ville-sur-Ossau. Das ist der Eingangsbereich. Im Hintergrund sieht man die Rezeption. Der Platz liegt sehr schön im Grünen mit schöner Bepflanzung. Es gibt einen Swimmingpool. Und die Stellplätze sind auch schön bepflanzt. Es gibt hier viel Grün. Auch Beschattung für etwas heißere Sommertage. Hier im oberen Teil sind dann die Mobile Homes. Die haben dann nochmal einen kleinen extra Sanitärbereich. Und vom oberen Teil hat man auch einen schönen Blick in die Landschaft. Vor allem auf den Mont Ventoux, der vor allem bei Fahrradfahrern ja auch sehr bekannt ist. Hier nun das großzügige Sanitärgebäude. Leider gibt es auch hier wieder keine Toilettenbrillen, aber in der Dusche eine Besonderheit. Es gibt hier Waschbecken in der Dusche und auch einen Stuhl zum Sachen ablegen, um sich hinzusetzen. Ja, hier ein Kinderwaschbecken. Das ist die Schwarzwasserentsorgung. Es gibt die Möglichkeit, Wäsche aufzuhängen, die man vorher hier bei den Waschmaschinen gewaschen hat. Dann gibt es die Möglichkeit, Fahrräder zu reparieren und auch Fahrräder zu waschen. Die Ver- und Entsorgung ist hier sehr großzügig zu erreichen. Es gibt auch Spielgeräte, Fitnessgeräte, Bereich für die Kinder. Und für schlechte Tage einen Aufenthaltsbereich. Der Campingplatz liegt ideal für Fahrradtouren, unter anderem natürlich auf den Mont Ventoux, der von der Tour de France bekannt ist. Wir entscheiden uns jedoch für einen Spaziergang durch die wunderschöne Landschaft. Nicht weit vom Campingplatz treffen wir uns mit den Enkelkindern auf diesem Streichelzoo. Es gibt dort neben vielen Tieren auch die Möglichkeit, Esel auszuführen und Ponys zu reiten. Ein Besuch mit Kindern lohnt sich auf jeden Fall. Unsere kleine Wanderung geht weiter. Vorbei an Weinbergen und dann führt uns der Weg zu einem ganz besonderen Farbenspiel. Wir folgen dem ockerfarbenen Weg, der etwas Trittsicherheit verlangt, und kommen aus dem Staunen nicht mehr heraus. Diese Ockerfelsen sind nicht so weitläufig wie die berühmten Ockerfelsen in Roussillon, aber dafür auch nur wenige Gehminuten vom Campingplatz entfernt. Überhaupt nicht überlaufen und sehr imposant.
Vor mehr als 200 Millionen Jahren war die Provence mit Wasser bedeckt. Durch klimatische Veränderungen verschwand der Ozean und es entstand diese ockerfarbene Landschaft. Und schau mal nach den Bären. Eberhard geht ins volle Risiko, ganz unbekannt. Und ganz schön kalt in hier. In die Höhle. Boah, ist wirklich ganz kalt. Hat keine Bären entdeckt. Leider neigt sich unser Urlaub jetzt dem Ende zu und wir machen uns auf den Weg Richtung Norden. Wir wollen allerdings nicht zu viel Strecke machen und haben uns deshalb noch zwei Zwischenziele herausgesucht. Das erste liegt relativ nah. Es sind nur etwas mehr als 80 Kilometer zu fahren durch eine wieder wunderschöne Landschaft hier durch die Provence. Wir sehen jetzt auch mal die Lavendelfelder, die allerdings noch nicht in der Blüte sind. Dafür waren wir jetzt noch etwas zu früh dran. Aber es ist eine sehr, sehr schöne Strecke, teilweise auch etwas kleinere Straßen, aber ganz wenig Verkehr und sehr angenehm zu fahren. Die Wettervorhersage für die nächsten Tage ist nicht besonders gut. Man sieht im Hintergrund auch schon die dunkleren Wolken aufziehen. Insgesamt hatten wir aber wirklich Glück mit dem Wetter, da können wir uns wirklich nicht beklagen. Wir hatten eine sehr schöne Zeit in dem französischen Jura und auch an der Ardèche hatten wir sehr viel Glück mit dem Wetter und jetzt auch wieder in der Provence. So, und jetzt kommen wir an in einem Campingcar-Park, der wieder sehr schön liegt mit viel Grün. Jetzt sind wir anderthalb Stunden durch die Provence gefahren, ein bisschen nördlich und auf einem Campingcar-Parkplatz angekommen, waren gerade einkaufen. Eberhard wollte eigentlich eine Pizza haben, aber die Pizzeria hat leider zu. Diese Woche, ne, Ferien, und deswegen werde ich jetzt kochen und ja, dann lassen wir es uns jetzt mal gut gehen. Der Campingcar-Park hat wieder das typische Zugangssystem mit der Campingcar-Parkkarte. Es gibt 29 Stellplätze. Alles sehr schön gelegen, Strom und Wasser inklusive, gute Fahr- und Entsorgung. Und es hat einen kleinen Ort in der Nähe, den man fußläufig schnell erreicht, mit einem schönen Park und leider einer geschlossenen Pizzeria. Aber wir bleiben ja auch nur eine Nacht hier. Wir haben hier sehr gut und ruhig geschlafen und jetzt geht's weiter zu unserem nächsten Zwischenstopp auf unserer Heimreise. Wie ihr seht, ist das Wetter anfangs sehr schlecht, aber um Lyon herum wurde es dann doch noch mal deutlich besser und wir hatten auch mal wieder blauen Himmel. Sind sehr viel natürlich jetzt Autobahn gefahren, um Strecke zu machen. Dann ging es ab von der Autobahn auf eine schöne Landstraße, direkt entlang der Doubs. Wunderschöne Gegend hier,
Und dann kommen wir hier zu unserem Stellplatz. Die Gemeinde stellt diesen Stellplatz hier kostenlos zur Verfügung. Der Stellplatz hat sogar Stromanschluss und eine gute Entsorgungsmöglichkeit. Fußläufig sind es nur wenige Minuten bis zur Innenstadt. Sehr schön direkt am Flüsschen. Der Ort liegt sehr malerisch am Zusammenfluss von drei Flüssen. Hat ca. 4000 Einwohner und auch endlich eine Pizzeria, die geöffnet hat. Und die Pizza hat sehr gut geschmeckt. Nach diesem schönen Zwischenaufenthalt hier machen wir uns jetzt auf den Heimweg. Wir fahren hier auf die Autobahn, die in diesem Abschnitt mautfrei ist, und fahren dann auf die mautfreie Nebenstrecke, die aber sehr gut zu fahren ist, sehr gut ausgebaut, landschaftlich auch sehr schön, immer mal wieder auch noch durch Ortschaften durch. Und dann das letzte Stück geht wieder auf eine mautfreie Autobahn bis zur deutschen Grenze. Hier fahren wir jetzt schon über den Rhein und jetzt kommt die Autobahn in Deutschland. Ja, und dann müssen wir noch einen Zwischenstopp machen. Wir sind hier bei Breisgau Wohnmobile wegen unserer AST-Zuziehhilfe für die Schiebetür. Die Schiebetür hat bereits Anfang des Jahres nicht mehr richtig geschlossen. Und daher habe ich auf meiner Spanienreise im April bereits hier einen Stopp eingelegt und die Zuziehhilfe ausgebaut bekommen. Nach meiner Rückkehr aus Spanien soll diese repariert sein und wieder eingebaut werden. Leider wurde sie versehentlich nach der Reparatur nicht an die Werkstatt, sondern an unsere Heimatadresse geschickt. Auf dem Weg in unseren Frankreichurlaub haben wir dann bei AST wieder Station gemacht und die reparierte Zuziehhilfe eingebaut bekommen. Allerdings ist bereits bei unserer ersten Übernachtung in Frankreich das Problem wieder aufgetreten. Deshalb sind wir nun zum vierten Male hier und bekommen aber jetzt eine neue Zuziehhilfe eingebaut, die übrigens bis heute problemlos funktioniert. Da kann man wirklich sagen, Ende gut, alles gut. Wir hatten einen wunderschönen Aufenthalt in Frankreich, genießen jetzt trotz Regenwetters noch die Rückfahrt durch den Schwarzwald. Und freuen uns auf unsere nächsten Frankreich-Touren. Wir hoffen, ihr seid mit dabei. Bleibt dran. Bis bald, eure Tech-Camper Silvi und Eberhard.